Schulweg. Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Wow, was für ein Spruch. Das ist richtig eingängig. Das ist ja auch mein Lieblingsspruch. Honig und Kamille immer... Okay, gut. Kamille, gewöhnliche Pflanze mit straffenden Eigenschaften. Boah, die brauche ich für meinen Arsch. Die auch das Immunsystem fördert. Was zum... Ja, nur Ratten. Ich habe den gar nicht gehört. Warum? Ich fange an, mir Sorgen um mich zu machen. Du kennst unser Motto, wenn du anfängst, dich um jemanden zu sorgen, wird es Zeit zu gehen. Wo ist denn... Wieso hört man ihn nicht? Ist das so ein Mind-Ding irgendwie? Haben wir so ein Connect? Bin ganz ehrlich, ach, hier ist der DJ. Bin ganz ehrlich, wenn Tati vom Virus befallen wird, ich glaube, ich würde ihn im Keller einsperren und füttern mit vorbeiziehenden Menschen. Weiß ich es einfach nicht. Entweder aus der Misere befreien oder füttern. Eins von beidem. Ich weiß, keine Ahnung. Also, kommt doch gerne mal vorbei. Schaut doch einfach mal vorbei. Mal gucken. Vielleicht sterbe ich ja, vielleicht aber auch nicht. Juhu! Litsche Platsche! Geil. Das muss so. Das ist der traurige Blick in die Kamera, der soll euch zeigen, das ist wirklich sehr tragisch, was hier passiert, ja? Bitte mal ein bisschen Gefühle zeigen auch. Das ist gewollt, das ist künstlerisch ausgedrückt. Einfach so, vom Dach. Er hat diesen beschissenen PK auf den Kopf gepisst. Einfach geil. Na, genug jetzt. Schlafenszeit. Morgen versuche ich's wieder. Hat sich angehört wie Pete. Ein bisschen, oder? Hat sich ein bisschen angehört wie Pete. Und PK, Player Killer? Oder? Warte. Aber bei Killian hast du geschaut? Lass den Scheiß, geht mir auf den Sack. War Tanzverbot? Cool. Okay. Scheiße, ein Schattenjäger. Einmal was? Mach ihn fertig ohne mich in der Sequenz. Piercing. Ja, und ich haben zu tun. Ich finde Piercings eigentlich ganz cool, ne? Hat die sich da einfach den ganzen Werkzeugkasten reingeballert? Weil das hat gerade so rausgeguckt irgendwie, wie das letzte Einhorn. Ja, und sieht, ganz ehrlich, das ist nicht desinfiziert. Die ganze Wunde erstreckt sich hier inzwischen. Das kommt alles vom Piercing. Mach das nicht selber zu Hause. Geh zum Spezi. Das sieht sonst hinterher so aus. Und dann wirst du halt ungemütlich. Wie er da runterspringt. Hui. Okay. Du hast es offensichtlich drauf. Ich hätte auch die Matratze. Beim Militär. Ich hab das nicht erkannt. Ich dachte, ein Stahlbleche. 7 Jahre ich bin einfach lang. Zu. Außer wenn nicht. Brauchen wir eigentlich einen Biomarker? Ich hab das jetzt nicht verstanden. Ich hoffe, der kann es noch 7 Mal wiederholen. Ich wollte nur drauf. Ich wollte doch nicht drüber. Ich wollte drauf. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Weißt du, wie man Schlösser aufkriegt? Klar, Schlüssel umdrehen. Und wenn du keinen Schlüssel hast? Harkon. Ich bin tausende Kilometer gereist. Denkst du wirklich, dass Türen ein Problem für mich sind? Mann, ich frag ja nur. Ich glaube, in diesem Raum findest du alle Geräte, die du brauchst, Maestro. Vor allem, ja, ich hab Schrott gefunden. Daraus kannst du Dietriche machen. Hakan, ich bin 50.000 Kilometer weit zu Fuß gereist.
Aber ich habe keine Ausdauer. Ich schaffe gerade mal 2 Leitersprossen, dann brauche ich einen Monat Urlaub. Was? Sei vorsichtig. Das ist instabil. Wieso rutscht der nicht an den Seilen runter? Und außerdem wird aber noch Geld im Münzschacht. Nein, spring nicht das Geld im Münzschacht! Spring doch raus, Mann, du Honk! Spring nicht langsam! Spring! Du siehst mir nicht so schnell aus. Bist du was? Night Runner am Arsch! Sissy! Hi, ich bin frisch und lecker. Ganz ehrlich, so das bin ich jeden Morgen. Ich fühle das. 3 Tage später war er tot. Es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Da guckt das Gesicht, aber ist das nicht ein bisschen Private Space? Now Kiss? Es ist 11 Jahre. Das mit der Immunität ist so streckenweise so. Die Freakshow! Was soll ich denn machen? Okay, warte. Scheiße. Meine Augen sind hier oben. Der guckt mir immer überall hin. Please. Was kann ich dir geben? Alles zerfällt zu Schimmel. Das Dach war mein Heim. Die Welt, sie zerbrach. Flucht oder Tod, Leben oder Schmach, sich nehmen, was da ist. Natürlich tue ich das. So was denn? Uah! Was? Was machst du? Parkour und ich werden hier noch beste Freunde. Ein Runner, oder? Das ist gar nichts. Ihr Runner könnt nichts. Er teilt sich. Erstickt dran, Arschloch. Ich habe Feinde gesehen, die sich schneller bewegt haben. Jetzt gehörst du. Night Runner. Du siehst mir nicht so schnell aus. Das ist gar nichts. Vielleicht haben nicht alle Friseure überlebt. Ich bin unsicher. Du Freak! Ach, und jetzt abhauen? Ich glaube, wir haben ihn im Flug erwischt, ne? Ich weiß noch nicht wo. Bist du ein Loser? Oh. Moment. Haben wir 50er Jahre Autos oder was? So, ganz allein. So, was? Ich bin ein Niemand. Ihr müsst mich gehen lassen. Ja, dieser Virus. Das ist dieser Virus, der das so macht. So, es ist 7:30. Okay. Wie bist du an eine Peacekeeper-Waffe gekommen? Wir alle haben sie gefunden. Ich bin mit diesen Spinnern über die Leiche gestolpert. Passiert öfter. War total tot. Wir haben ihn durchsucht. Ich habe mir dieses Metallding genommen, weil ich dachte, dafür kriege ich sicher noch ein nettes Sümmchen. Ja, wir sind da so rumgelaufen. Ich bin übrigens 10 Jahre alt. Erstmal ein Bier und Kippe in den Hals. Ich bin nicht befugt, den Tunnel zum Zentralring zu öffnen, Pilger. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Ada, Sie haben es mir versprochen! Beruhigen Sie sich, Pilger. Ich halte meine Versprechen. Nehmen Sie das hier. Lola, bist du es hier oben? Ja! Wir haben Lola gefunden!
Das ist auch Lola Loft. Das ist Lola Loft. Was ist denn mit ihm? Da sehe ich mich ein bisschen selbst in ein paar Jahren. Ich frage mich, wer Lukas umgebracht hat. Das frage ich halt auch. Besorgen Sie sich Arbeit auf dem Bazar und verdienen sich so viel Vertrauen. Auf einmal werde ich gesiezt. Hä? Warum werde ich auf einmal gesiezt? Bis er es sieht, treffen wir uns dann am Ziegenpferch in der Nähe der Mauer. Was? Respekt muss man sich verdienen? Ich habe gerade eine Mission abgeschlossen. Der Offizier hat ihn erwischt. Geschieht ihm recht. Das fordert er das Schicksal so heraus. Drücken Sie nun I, um zu Ihrem Inventar zu wechseln. Wählen Sie eine passende Waffe und drücken Sie auf. Wählen Sie eine passende Waffe aus und drücken Sie auf. Drücken Sie auf, um sie zu modifizieren. Auf Komma. Ich muss auf Komma drücken. Gut, das... Das Modifizieren nicht sinnlos, wenn die Waffen kaputt gehen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Bahram, dieses Spiel, der Zustand dieses Spiels hat überhaupt nichts mit dem Zustand von Cyberpunk zu tun. Hör bitte auf, so entitled zu sein. Das stimmt überhaupt nicht, was du da schreibst. Das Spiel ist absolut spielbar und fertig. Es gibt vielleicht noch ein paar Bugs, aber ganz ehrlich, momentan das Schlimmste an Bugs, was wir haben, sind die falschen Untertitel manchmal. Und ich glaube, das ist gerade noch wirklich vertretbar. Also, ich weiß nicht genau, wo du deine Infos hernimmst. So, wie sieht's aus? Händler? Huch! Was war denn gerade mit der Grafik? Gesegnet von den Sternen, beseelt von ihrem Licht. Sie sind talentiert, doch der Preis, er ist hoch. Behaltet eure Münzen, sie bringen euch nichts. So, einmal durch den Unterleib geschnitten. Entschuldigung. Was? 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 Fertigkeitspunkte, natürlich, wie immer. Übersprung Krafttritt. Fügen Sie Ihrem Sprungtritt Kraft hinzu und lassen Sie Ihre Feinde fliegen. Einmal rüber gewutscht. Ist das Stream an oder nicht? Nee, nee. Ich spiele gerade nur für mich. Okay, die haben mich gerade beide getroffen auf einmal. Hilferuf, Respawn. Okay, die haben mich gerade beide auf einmal getroffen. Damien! Oh, denk mit dem Arsch an der Bist Wand! Du noch da? Oh, aua! Oh, oh, oh! Bitte komm, Damien! Hätte mal Butter benutzt. Die sind lieb, ne? Was war das denn? Nein, was? Also ich sage, manche Sachen beim Parcours sind super weird. Boah, fick dich, ganz ehrlich, Damien, fick dich. In die niedere Hölle. Ich geh pennen. Ich verbrauche jetzt einfach keine Heiltran. Ich muss auf diesem kleinen Ministab landen, auf diesem kleinen Zahnstocher. Der kann sich ficken, der kann in seinem Turm verrecken da drin. Ja, es ist seine fucking Schuld, der die ganzen Kinder dahin geschickt. Da kann er auch verrecken dafür. Ich lauf doch da jetzt nicht rein. Okay, da ist eine. Vor allem, weil das System so ausgereift ist. Komme ich da denn hin? Ah, dann die Leiter da hoch. Nein, Mann, was ist... Oh, ist das ätzend. Junge, ist das... Scheiße. Und wir haben die Quest schon gemacht. Wir haben diese scheiß Quest schon gemacht. Wie findest du das Spiel bis jetzt so? Frag mich das bitte wieder später. Es hat bis eben noch Spaß gemacht. Was ist denn das? Warum ist hier ein Bild von Tobi?
Gerard war ein großartiger Mensch. Das ist doch ein Hobby von denen. Möge er in unserem Gedenken ewig weiter. Das ist doch aufgelegt. Lasst uns das ist Pappmaché, das ist gar nicht echt. Guck doch mal. Wenn wir einen guten Rat brauchen, ein paar aufmunternde Worte oder um nachts friedlich zu schlafen. Das ist einfach so ein Hobby, genau so ein Hobbyverein. Die machen einfach gerne so Begräbnisse. Deswegen ist die Kerze auch aus, genau. Die sparen einfach. Ist 100, 120, 100. Papa, darf ich? Na, bitte. 100 Meter von der U-Bahn entfernt. Da ist ein großes Schild, auf dem Fashion Store steht. Und ein Windrad auf der anderen Straßenseite. Na, danke. Ein Einkauf woanders würde ich nur nicht enttäuschen. Das ist doch geil. Und ein Easter. Und die haben aus Wichse haben die Dumpfbacke gemacht. Was? Läuft bei dir ein Porno im Hintergrund? Ja, regelmäßig, wenn ich streame. Dieser Stream hier ist Porno. Die Legende sagt, bist du da? Sophie! Wir werden! Was? Susi! Was ist da los? Wahrscheinlich auch gestorben. Oh nein. Okay, der dritte Freeze, also der dritte Absturz vom Game. Susi, was ist da los? Warte kurz. Ich wollte gerade gleichzeitig runtertreten und in die Spa... Ja, die KI ist manchmal. Was ist denn? Ich glaube, jetzt ist eine gute Gelegenheit, oder? Ich hab was für dich, du Wichser. Jetzt eine gute Gelegenheit. Ich komm nicht weg. Oh, ich komm nicht weg. Ich hänge irgendwo fest. Scheiß die Hölle zu. Alter. Ich hing irgendwo fest. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich kam einfach nicht mehr raus. Ich kam überhaupt nicht mehr raus. What the fuck? Da sind Ausgehschuhe. Schenk deiner Mutter Ausgehschuhe. Die waren direkt hier drin. Das Kind hängt die ganze Zeit im Raum und guckt nicht mal in die Tasche. Dumme Kinder. Verdammte, verfluchte, dumme Kinder. Und die haben letzten Endes den Hund auf dem Gewissen. Weil die den gejagt haben. Weil die den als Fleisch servieren wollten. Hasse diese Blagen. Ich hasse alle hier. Ich hasse auch Dominik, der vom Turm gesprungen ist. Ich hasse alle hier. Die können alle gebissen werden. Ist mir egal. Ich suche mal ein schönes Haus. Wir hatten dieses schöne Haus außerhalb der Stadt. Da war alles ohne Probleme. So, Screamer. Down. Alle geht bum bum down. Ah, die Cosplay-Gruppe ist wieder da. Wer denn diesmal? Guter Gott. Nimm Erika bei dir auf. Oh nein. Es ist wieder soweit. Es ist die Erika. Und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, ist das Spiel natürlich abgeschmiert. Jetzt haben wir es abgegeben. Jetzt legt sie um. Ganz ehrlich, weißt du was? Ich pisse den jetzt noch vor die Tür. Warte. Das läuft dann alles unterm Schlitz durch, so. So, warte. Kurz abschütteln. So. Gut. Da siehst du noch den Pissfleck. Da. Ist alles reingelaufen. Hermann? Ja, ja. Es ist besser für die Welt, wenn du still bist. Weißt du, eine 10 gibt sich nicht mit einer 3 ab. Alter, ich schmeiß dich über die Brüstung. Was ist das denn? Eine 10. Ich meine, wenn wir schon mit der Terminologie reden. Eine 10. Die mathematische Welt ist im Aufruhr.
Der guckt uns genau an. Der guckt mir voll in die Augen gerade. Oh, oh, hallo. Mm, dieser intensive Blick. Oh. Schaffe ich das? Naja, wenn nicht, wäre auch nicht so schlimm. Aber ich kann erstmal. So. Was? Was war das denn? Willst du mich verarschen? Der hat einfach losgelassen? Der hing an dem Ding. Ich hab gedrückt. Wie immer. Der hat einfach losgelassen? Ja, natürlich. Alter. Ja, ich bin echt down. Der ist halt wirklich... Der ist halt mega op. Der ist mega op einfach. Okay. Ich würde vielleicht noch... Ich würde vielleicht noch ein paar Mollys machen oder so. Warte. Warte, warte. So. Der trifft uns trotzdem, obwohl wir weg sind. Was ist das für eine Hühnerkacke? Der trifft uns aber trotzdem. Okay, bei dem Schlag verstehe ich's. Alter, die Scheiße ist... Der trifft uns durch die ganze... Und was war das? Keine Ahnung, was das gerade war. War ich gerade in Spikes drin oder irgendwas? Warte, Matratze? Problem ist... Okay, Matratze gibt's. Okay. Ich konnte auch nicht abrollen. Bonus bei Nacht. Ich konnte leider nicht abrollen. Ich wollte es mal probieren, aber da nach links habe ich nicht gesehen. Hallo Blitz. Hey, wie geht's? Du weißt also, wer ich bin? Was? Klar, wer weiß das nicht? Oh nein, kein Parcours-Ding, ja, ne? Ja, ich bin eine echte Legende. Was sagt man denn so über mich? Fragen irgendwelche heißen Miezen nach mir? Haufenweise. Träumen alle davon, die Legende mal zu treffen. So ist mein Leben. Tja, was soll ich sagen? Als schnellster Wasserlieferant auf den Dächern ist man halt ein Promi. Und meine Auswahl ist riesig. Na, ihr heißen Miezen? Igittigittigitt, ist das widerlich. Ich werd's mir merken. Aber tagsüber sind sie nicht da. So, Rockfest, das sieht aus wie bei uns auf Klassenfahrt damals. Original, wirklich original. Ich weiß, dass ihr die Picards loswerden wollt. Ja. Muss ein bisschen treten üben. Puh, war wohl zum Glück doch nichts. Ah, Er ist aber sehr motiviert. Richtig motiviert. Ach, warte mal. Ist das aber scheiße übersetzt mit dem Licht? Feindreaktion ist dann Light wahrscheinlich, ne? Die haben eine leichte Reaktion, nicht eine Lichtreaktion. Das ist eine Light-Reaktion. Licht! Da geht der Zombie erstmal im Raum Licht anmachen. Erstmal auf den Schalter drücken. Seine Reaktion. Schalter drücken, gucken, wo das herkam. Wir schliefen auf Brettern. Wer halbwegs fit war, musste Latrinen graben. Und Gräber. Täglich eine Mahlzeit. Keine Decken. Wir waren einen Monat lang krank. Jake bekam Gelbsucht. Wo sie ihn vergraben haben, weiß ich nicht. Da stand ich, allein mit meinem 3-jährigen Sohn. Genommen haben, waren doch kaum zu übersehen. Trottel. Oh! So ein Scheiß. Schön, schön. Wie soll man das denn schaffen? Noch eine höher!
und wir sind durchgekommen, meine ich, ne? Wir sind aber durchgekommen. Also ich meine, wir sind gut durchgekommen, eigentlich. Hier aber noch ein bisschen Zeit vertrödelt auch. Oh, das war schlecht. Okay, let's go. Ich sehe den Streamer bis hier drüben. Wir müssen da drüben hin, okay. Was? Wenn Alberto nicht lebt, will ich auch nicht mehr. Ach, Alberto, es hat doch keinen Sinn. Alberto, ne? Warum respawnst du denn nicht? Alter Kollege. Respawn doch einfach. Ich dachte gerade, der Sprung war wirklich motiviert. Hä, wir müssen doch da rüberkommen. Ja, gut. Sag mal. Was ist denn mit uns auf einmal? Der kann ja gar nichts mehr. Wir haben so eine Sprünge locker gemacht. Alberto, ne? Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder, Alberto. Warte, bleib liegen, ja? Ich bin gleich wieder da. Dich zu töten wird. Was? Was war das denn? Der Bazar wird untergehen. Was war das denn gerade? Na, sag mal her, Zigaretten. Hallo? Hä? Was denn? Was? Ist das ein Krisengebiet? Darf ich da nicht hin und looten? Sobald ich auf die drauf gehe. Warte. Von hier? Hä? Die ist Gummi. Ihnen etwas Zucker geben. Ich habe meine eigenen besonderen Bienenstöcke in der Gegend sehr hoch angebracht, um sie vor Dieben zu schützen. Ich kann's versuchen. Wo genau sind die Bienenstöcke denn? Zuerst musst du die Zuckerpakete finden. Ich habe sie in der Nähe platziert, um sie zu verfüttern. Wenn du die Pakete findest, findest du auch die Bienenstöcke. Was ist mit der Stimme? Kann sein, dass wir gleich sterben. Warte, ich möchte es kurz einläuten. Scheiß drauf. Run. Und wir sind da. Hey, alles okay? Ja, mir geht's gut. Klar. Clever. Schön die Panzer abgeschossen. Willst du mich verarschen? Das fängt genau. Ich bin da, wo es nicht explodiert, und da explodiert's. Okay, let's go. Ich muss jetzt wieder ganz von vorne anfangen, geil. Sag Hakon, die Sache ist noch nicht vorbei. Hey! Warte! Hey! Entschuldigung, so viel Klischee! Entschuldigung! What the fuck? Hakon, lebst du noch? Wer ist die? Oh, jetzt. Alter, ist das broken hier alles. Weißt du was? Komm, ihr wollt jetzt auch. Ihr wollt jetzt auch. Komm, wir müssen vor, wir lassen doch was gerade. Entschuldigung. Wow, ich... Was? Das ist der Eiertanz, Leute. Der gibt Strom. Mit dem Eiertanz machen wir Strom. Grandios, Maestro, grandios. Wir warten, Aiden. Wie warten? Der hat doch gerade gesagt, durchkennt den Tunnel. Wieso hängen die jetzt alle hier rum? Und ich muss wieder alles machen. Das sind doch die Militärs. Nichts in diesem Spiel ergibt Sinn. Alles ist mega sinnlos. Es ist alles Jauche. Es macht Spaß, immer noch. Aber es ist alles Jauche. Die ganze Story, alles hier ist Jauche.
So, ich wollte ganz kurz gucken, bevor wir zurückgehen. Lass doch mal los. Lass doch mal los! Entschuldigung, ich muss manchmal aggressiv werden. Boah, ich wünschte, ich würde mir ja sehen. Ich sehe im Gras halt gar nichts. Hallo? Hallo? Das ist das erste realistische Gras zum Verstecken, was ich jemals im Spiel gesehen habe. Bei mir ist jetzt Schluss mit lustig. Echt? Schade, man fängt es gerade erst an. Hat er jetzt einen Dolch im Kopf stecken? Wie gut das einfach aussieht! Was macht der da unten? Scheiße, die harten Angriffe. Nein! Die harten Angriffe kriege ich noch nicht weg. Da muss ich halt wirklich ausweichen. Nein. Wer ist denn Mia? Sie ist meine Schwester. Ich dachte. Wir waren in einer GRE-Einrichtung. Ich muss sie finden. Hm. Wenn sie noch lebt, dann verkauft sie sich bestimmt irgendwo in der Stadt. Für Wasser. Was? Kann ihr keinen Vorwurf machen. Was redest du da? Scheiße! Hey. Was? So ist sie doch gerade. Was redest du da, Falsche? Ich muss sie finden. Okay, lass uns von hier verschwinden. Was? Keine Ahnung, ob wir dem Psycho los sind. Was war denn das? Ich will das raussimpeln! Was redest du da? Ich brauch das unbedingt! Die meisten vergessen mich lieber, wenn sie über... Aber du bist abgehauen. Aber du konntest vor Walt... Die Untertitel-Scheiße, was sie sagt, ist alles abgebrochen. Ich, was? Was? Das muss alles der Virus sein, Leute. Das ist alles dieser Virus, der ausgebrochen ist. Kann ich mir nicht erklären. Das Wichtigste ist aber, dass die Friseure überlebt haben, offenbar. Also die Star-Friseure. Hinten on fliegt die Frisur. Und hier natürlich noch eine gefärbte Strähne. Das ist alles im Programm. Hast du die Station ganz alleine repariert? Du bist also gut aussehend und klug? Hast du eine Freundin? Nein, ich habe keine Freundin. Ich bin noch ganz Single. Ja, hab ich selber gemacht. Magst du meine Freundin sein? Oh, da ist noch einer. Wow, ich bin so stark. Ich liebe es! Ich liebe es! Oh, schön! Du willst mich doch verheiraten. Was? Was ist denn mit denen? Was ist denn mit denen? Kann ich hier durchsuchen? Ja, nice. Erstmal schön am Sack rumgrabbeln. Geil. Armreif, Klemmnerhammer, nice. Ich habe einen Fallschirm ausgepackt. Ich habe lange auf Y gedrückt. Das wird furchtbar schief gehen. Ich wollte... Das war aber extra. Ich muss das vielleicht erklären. Ich habe mittendrin den Parachute wieder zugemacht. Mit Sprung geht das nämlich, habe ich rausgefunden. Und dann wollte ich wieder auspacken, um zu landen damit. Zeig mal etwas Respekt. Der Mann hat viel Gutes getan. Oh, no. Oh, meine Brille beschlägt. No. Oh. Oh, warte, so. Zivilisation ist bloß eine Laune der Umstände. Wusste ich doch. Ich sehe, dass Lawan dich wirklich mag. Wenn du ihr was antust, du kleiner Scheißer, dann ham ich dir einen Pfahl in den Arsch und verfütter deine Leiche an die Befallenen.
Daniel, lass ihn in Ruhe, du Idiot. Ich traue ihn nicht. Er kommt von draußen. Nichts als Ärger. Mein Gott, so eifersüchtig, Daniel. Wir waren nie zusammen, verstanden? Jetzt hör endlich auf. Oh, dieses Spiel. Wovon sprichst du? Das Spiel ist alles. Lauerns Freunde sind auch meine. Einmal losrennen. Streamer. Ja, hier sind überall Streamer. Die mag ich halt nicht. Ich hasse Streamer. In der Nähe. Hemmstoffbehälter in der Nähe. So. Ja, ich freue mich. Ja. Juhu. Ja. Yippie. Oh, und die Nacht ist vorbei. Oh, shit. So viel dazu. Haben wir neu. Was ist das? Was war denn das? Meiner Theorie zufolge hat sie ein spezielles Organ entwickelt, das diesen giftigen Nebel produziert. Mhm, habe ich auch, das Organ. Es ist unglaublich. Ich weiß, ich hab den auch nicht abgesucht, war mir gerade egal. Wollte mal gucken. Okay. Oh nein. Ich guck mal kurz was. Ich bin gleich wieder da. Okay, die Spiele-SSD ist noch da. Ich frage... Oh nein. Aber... Ja, ich mach gleich. Wo waren hier? Zwei. Aber fehlt eine Textur? Oder... Das sieht aus, als würde eine Textur fehlen, ne? Ja, ich glaube, die Gaming-Platte war kurz weg. Mal gucken. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, genau das will ich auch sehen gerade. Ich finde das mega interessant gerade. Das liegt nicht am Spiel, das liegt daran, dass meine Gaming-Platte kurz ausgesteckt war. Also die SSD hatte irgendwie kurz keinen Saft mehr oder was auch immer. Und jetzt fehlen einige Texturen, die er gerade nicht gebraucht hat, die lädt er jetzt nach. Aber es scheint nicht so richtig zu klappen, weil irgendwas disconnected hat beim Game. Ist eigentlich voll cool. Hat er einen grünen Kopf? Hä? Der eine war unsichtbar. Hä? Der ist unsichtbar, der andere. Hä? Das sind aber nur Haare, die hier rumfliegen. Oh, wie cool. Das ist so schön. Hä, wie? Da fliegt aber so ein Tuppet durch die Gegend. Nice. Mega gut. Hat wirklich ein bisschen was von Cyberpunk, ne? Ich hoffe, Techland guckt dir nicht zu. Die schlagen sich die Hände mal im Kopf zusammen. Ich glaube, die Begegnung war erfolgreich, weil er hier eigentlich von den Zombies kaputtgeschnetzelt wurde, aber der NPC hat nicht geladen. Die Kirche? Was? Wo? Jetzt geht's. Okay. Lag wohl an mir. Boah, sieht das cool aus. Alter, ist das cool. Herzlich willkommen bei Watch Dogs oder was auch immer, Alter. Reingehen traue ich mich nicht, weil der Ladebildschirm kommt, ne? Ich weiß halt auch gar nicht, wo der Eingang ist, weil die blendet zu sehr. Taschenlampe an, damit ich was sehen kann. Hier sind halt überall diese Schreihälse. Ah, wenn die nicht wären. Aber die werden wir uns auch noch vorknöpfen, um mal üben, mit denen umzugehen. So, da ist der Haupteingang.
Hä? Ich bin einfach rein. Oh oh. Ich, Die Seuche ist schlimmer, als ich dachte. Ah, okay. So, ging's denn nicht irgendwo noch rein? Ja, ne? Ich würde gerne den richtigen Eingang nehmen. Kein Ladescreen, ne? Oh, ich bin gerade durch den Boden gefallen. Das ist voll cool. Es ist alles nicht so gesund und ich sollte wahrscheinlich hier auf keinen Fall speichern. Ich kann auch... Ach, hier kann ich auch nicht springen. Stimmt ja. Ich finde das mega interessant. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht... Dieser fliegende Bart einfach... Okay, ich starte mal... Was ist das für ein Scheißspiel? Miniao, wenn du keine Ahnung hast, halt doch mal die Fresse. Wir haben den Bug gerade selber ausgelöst. Das liegt nicht am Spiel. Das liegt an uns. Wir haben das gemacht. So. Was? Der ist auf mir gespawnt. Hä? Warte mal. Ich teste mal was. Wie kacke ist der denn? Oh. Oh oh. Wir sind im Bazar. Und wie wollt ihr ohne UV-Lampen überleben? Du hast recht. Der ganze Plan war von Anfang an dämlich. Du bleibst also hier? Ich bleibe hier. Aber ich möchte dich nicht mehr sehen. Was? Du warst ein Mittel zum Zweck, Wash. Wenn wir hier bleiben, dann war's das. Aber, Chloe, so war das einfach nicht geplant. Tut mir leid. Zum Teufel mit dir, Aiden. Was? Ich hab dein Leben? Was? Ich hab das Leben? Danke was? Für den Rat. Hä? Was hab ich denn... Wer schreibt denn diese... Nicht, was ich mir dabei gedacht Wer schreibt denn dieses Skript, denn Fünfjährige? Nichts Böses. Wirklich nicht. Wer hat das geschrieben alles? Das ist doch das ist ja unter Groschenniveau, Groschenroman-Niveau. Also einmal, okay, zweimal ja, aber Alter, langsam. Mich siehst du nie wieder. Wir sind in Gefahr. Was? Was? Jetzt geht's aber komischerweise. Schaffst du nicht, nee. Ich hab dein bestes Stück. Und ich jetzt deins. Los! Trink aus, scheiß PK! Was? Der redet ja noch! Wieso redet er noch? Auf zu reden! Du kannst von Glück reden, dass ich dir nicht auch noch ins Gesicht scheiße. Was? Was? Ich scheiße gleich in den Hals! Und dann drück ich dir die Magensäure runter! Bei dir fühle ich mich wohler als auf dem Pissoir! Was? Brauche einen größeren Greenscreen, dass ich hier so. Komm, ich kraul dich am Öl. Vierzig Nächte lang. Als ich komme durch hier nicht durch.
hatten sie gerade die Tore zugemacht. Das ist ein Scheiß nicht gefallen. Mit dem Typen, okay? Vor mir steht ein toter Mann. Ich hab mehr von dir erwartet. Oh, wir kommen sogar weiter. Okay, warte, warte, warte. Schade. Das wird nix. Hab mich abgerollt, aber instant tot. Das hat ja wunderbar funktioniert. Oh, jetzt. Ja, okay. Das ist halt direkt auf Null gegangen gerade, hast du gesehen oben, ne? Wären wir nicht aufs Auto gegangen, hätten wir den nächsten Bug ausnutzen können. Anscheinend werden die Lebern infizierter von manchen als Medizin verwendet. Boah. Hemmstoffbehälter erkannt. Bin abgerollt, aber es war zu tief. Das war leider zu tief. Ich dachte, ich schaff's. Oh, ich komm hier nicht weg. Ich hänge unterm Tisch fest. Ich bin festgebackt. Als ob. Als ob. Was war das denn gerade? Oh, oh, Ausdauer. Öffne die Kisten. Jetzt. Lass mich gehen. Ich hab von mir. Lass mich in Ruhe. Ich habe nichts getan. Das war alles freihändig. Oh, ich drücke S, um an Höhe zu gewinnen. Ja, juhu, die Höhe. Was war das denn? Der ist einen Meter runtergefallen. Der ist nur einen Meter runtergefallen, war sofort tot. Alter, das Game. Oh, ich verstehe es manchmal nicht. Okay, wir sind wieder hier. Cool. Lenkt mich das gerade ab? Weiß nicht genau. Spiegelschrift ist schlau, weil Mirror of Today. Oh nein. Ja, das nächste Zeichen. Alles klar, Leute. Das war's für dieses Mal. Da hat sich die Spieleplatte gerade verabschiedet. Pünktlich zum Feierabend. Wäre nochmal interessant, wie jetzt hier die finnen Texturen aussehen, aber... Geil. Hallo? Ich glaube, da war's. Oh, wie cool. Was war das denn gerade? Hä? Bin ich gerade in Zeitlupe da runtergerutscht? Ich lass dich. Als ob der. Was? Als ob der. Willst du mich verarschen? Ich war doch schon unten. Naja, naja. So, jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme. Grüß mir in den Zukunftsraum. Ciao. Oh, guck mal, da hinten ist Köln. Da hinten ist, da ist Köln.